Jetzt kommt da auf einmal eine junge Tante aus England und die macht auf einmal was, wo du denkst, wann ziehe ich das denn an, sagte Hamburger Booker und Modelagent Ted Lino. In den 80ern war er Choreograf für Modenschauen. Auf der ganzen Welt arbeitete er für großen Namen, Karl Lagerfeld, Pierre Balmain. Und auch für Vivienne Westwood. Ich brauchte bei ihr nicht die Musik raussuchen, das war alles schon vorbereitet. Aber halt alles andere, die Regie, die Choreografie. Da gab es schon richtige Ansagen, aber sehr, sehr, sehr angenehm. Ein paar Jahre zuvor, 1981, hatte Vivienne Westwood mit Pirates ihre erste eigene Modenschau präsentiert. Die außergewöhnlichen Kleidungsstücke der ehemaligen Grundschullehrerin und Hobbyschneiderin, im britischen Mode-Establishment sofort anhingucke, sagt Sabine Resch, Professorin für Modejournalismus an der Akademie für Mode und Design Hamburg. Großbritannien ist auf der einen Seite Royal Chic und Queenstyle und ganz bieder und vielleicht noch Jagdstil und Karos und Tweeds, sehr konservativ. Auf der anderen Seite bietet das gleiche Land die rebellischste Mode, die provokanteste Mode überhaupt. Das zeichnet das Land, aber natürlich auch den Geist von Vivienne Westwood, schottische Tartanmuster, Nieten, Sicherheitsnadeln und oft eine gewisse Do-it-yourself-Ästhetik. Das alles zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Kollektionen und macht sie unverwechselbar. Schon immer liebte Vivienne Westwood Tabubrüche. Eine Welt ohne sie kann sich Valerie Specht, Studentin an der Modeakademie, gar nicht mehr vorstellen. Vivienne Westwood ist einfach eine Punk-Ikone und eine Ikone für ihr Fach. Und das ist egal, ob man in Deutschland ist, in Frankreich oder in Italien. Sie hat es einfach geschafft, dass sie global diesen Stil geprägt hat und da einfach ein Kulturgut geschaffen hat, das nicht mehr wegzudenken ist. So unberechenbar, so unangepasst, ihre Modekollektionen sind, so sehr liebt die Designerin Beständigkeit in ihrem Privatleben. Seit fast 30 Jahren ist sie mit dem Österreicher Andreas Kronthaler verheiratet. 25 Jahre ist er jünger als seine Frau. Bewundernswert findet Modestudent Dennis Schneider an ihr vor allem ihre große Schaffenskraft. Sie ist ja nicht nur Designerin, sie ist auch Aktivistin und Unternehmer. Seit vielen Jahren engagiert sich Vivienne Westwood für eine bessere Welt. Gegen Ungerechtigkeit, gegen den Klimawandel. Erst im vergangenen Jahr demonstrierte sie in einem knallgelben Outfit für die Freilassung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange. Das kommt gut an bei den Studenten, so auch bei Sofia Pavlou. Sie hat zum Beispiel 2015 zusammen mit Greenpeace gegen die Erdölbohrungen in der Arktis demonstriert und konnte sehr, sehr viele Menschen damit erreichen. Und sie hat auch schon 2007 entschieden, dass sie keine Tierfelle mehr benutzen möchte für ihre Kostüme und Accessoires. Heute will Vivienne Westwood kein Punk mehr sein. Ihre Stimme, laut und schrill, hat sie sich trotzdem erhalten. Obwohl ihre Kleider in Museen ausgestellt werden, von gestern ist die 80-Jährige noch lange nicht, findet Ted Lino. Was die ja auch so schlau macht, sie umgibt sich mit jungen Leuten. So verpasst sie keine Generation und mischt das mit ihrem Wissen.